Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Unser Autowunschformat, du wünschst, ich fahre oder auch kurz genannt TWIF, steht wieder auf dem Programm und wie der Zufall so will, ist das zum ersten Mal ein wiederholender Autowunsch. Denn wer sich erinnert, ziemlich am Anfang vom Let's Play, Folge 16, kam die allererste TWIF-Ausgabe hier in Horizon 4 raus und da hatten wir ebenfalls einen Audi RS7, so wie wir ihn hier stehen haben. Und das kann es immer mal wieder geben, das hatten wir in Horizon 2 als auch vor allem in Horizon 3, dass sich ein Autowunsch immer mal wiederholt hat, auch vom Aufbau tatsächlich wiederholt hat, weil ja, ihr einfach Bock habt, das Fahrzeug nochmal zu sehen, was ich euch auf jeden Fall auch nicht verübeln kann. Nichtsdestotrotz versuche ich immer bei den Aufbauten immer so ein bisschen ein anderes Konzept oder eine andere Idee zu verwirklichen und das werde ich jetzt auch tun. Das heißt, wenn ich schon mal gleich vorweg dich nicht zufriedenstellen sollte, weil ich jetzt irgendwas ganz Krasses mache, sowohl vielleicht in einer kleineren Form als auch in einer größeren Form, dann checkt einfach in der Playlist Folge Nummer 16 aus. Ja, wie gesagt, Anfang des Let's Plays war vielleicht noch ein anderer Ray von der Stimmung her. Ja, also liegt ja in der Vergangenheit. Ja, so krass in der Vergangenheit liegt es jetzt auch wieder nicht. Ist auch egal. Checkt auf jeden Fall dann auch jene Folge aus, wenn ihr da noch mehr RS7 Action sehen wollt. Was es aber auf jeden Fall damals in Folge 16 noch nicht gab, war unsere PXR-Teststrecke und genau da würde ich sagen, schicken wir jetzt das Fahrzeug aber mal drüber, damit wir überhaupt mal wissen, was kann denn der Audi RS7 Sportback aus dem Jahre 2013 so wirklich anrichten. Also, ab dafür! Und da wuchtet der 4 Liter V8 Biturbo-Motor mit 560 PS und 750 Newtonmeter Drehmoment die Sportlimousine nach vorne. Ja, kleiner Sidefact am Rande. Ich denke, die Audi-Experten unter euch haben das wahrscheinlich schon gleich als Fehler gemerkt. Ja, es sind tatsächlich im Spiel 750 Newtonmeter Drehmoment bei diesem Motor. Normalerweise hat er eigentlich nur 700 Newtonmeter Drehmoment. Lustigerweise beim R6 Avant, den wir ja auch hier im Spiel haben und ebenfalls schon über diese Teststrecke geschickt haben. Da sind die Leistungsdaten korrekt. Da ist er mit 700 Newtonmeter Drehmoment angegeben. Aber sei es drum, haben wir halt 50 Newtonmeter Drehmoment geschenkt bekommen. Und es tut dem Fahrzeug natürlich auch sehr gut. Denn man darf nicht vergessen, so ein R7 ist ganz schön schwer. Zwischen 1,9 bis sogar 2 Tonnen Gewicht schleppt dieses Fahrzeug mit und das muss man erstmal insbesondere um die Kurven bekommen. Und ja, wie fährt sich denn das Fahrzeug tatsächlich hier auf dem Track? Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Also diese 2 Tonnen merkt man schon hin und wieder, aber nicht so wie bei manch anderen Fahrzeugen. Also die Bremsen packen übertrieben gut. Der Bremsdruck könnte für meinen Geschmack ein bisschen höher sein, aber das ist eine persönliche Präferenz. Und ansonsten, ja, das ist typische Audi-Untersteuer-Quattro-Problem, was wir ja sehr, sehr oft hier im Spiel haben und auch im Real Life meistens auch so ist, zumindest mal aus vielen Erfahrungsberichten heraus. Und das muss ja nicht negativ sein, das erhöht ja auch die Stabilität irgendwo. Ja, aber das hat man hier nicht. Ja, kommen wir auf den Punkt. Hier hat man ein sehr, sehr direktes Einlenkverhalten. Manchmal sogar ein bisschen zu direkt, muss ich sagen, aber doch, muss man sagen, super, super sportlich ausgelegtes Fahrzeug. Der Allrad hilft natürlich in vielen, vielen Situationen. Für eine Limousine auch vom Fahrwerk her eigentlich ordentlich straff. Das passt auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich angetan. Das Getriebe, das 8-Gang-Tiptronic-Getriebe ist an manchen Stellen ein bisschen zu kurz übersetzt, finde ich. Also gerade vom 3. in 4. Gang könnte es ein bisschen länger sein. Aber das ist Nörgeln auf hohem Niveau. Der macht einen super, super Job. Hat super Spaß gemacht, hier drüber zu prügeln. Gerade für diese Sportlimousinenklasse. Einfach nur top. Hat Spaß gemacht und jetzt gucken wir einfach gleich mal, was für eine Zeit hier tatsächlich rausgesprungen ist. Und da haben wir die Zeit, eine 2 Minuten 14, 394. Und wenn wir direkt den Schwenk auf unserer besten Liste machen, sehen wir, ja, wir haben den großen Bruder oder Kleinbruder, je nachdem, geschlagen. Den Audi R6 Avant, den wir ja in Folge 115 hier drüber geschickt haben. Ja, man kann sagen zeitgleich. Ich sage immer, da ist ein bisschen Toleranz dabei, so 5 Zehntel nach vorne und nach hinten kann man immer so ein bisschen Toleranz berechnen. Aber ja, wir sortieren uns, wie ihr seht, noch hinter dem E63 AMG ein, der ja auch übertrieben genial gefahren ist. Und ja, vor dem R6, aber ja, man kann sagen fast zeitgleich. Auch der R6 hat mich sehr überrascht, als wir den damals gefahren sind. Interessanterweise muss man sagen, ist der Audi R7 hier mit einem Leistungsindex von 761 angegeben. Ich finde, da gehört er eigentlich gar nicht hin. Also den könnte man ruhig auf 700, ja keine Ahnung, 77 oder 76 oder was auch immer setzen, so wie eben der E63 und der R6 Avant auch stehen. Ja, also hier hat man auf jeden Fall ein Fahrzeug, was Potenzial oder Tuning-Potenzial nach oben hat.
weil es einfach schon mit einem etwas niedrigeren Leistungsindex trotzdem auf diesem Niveau agieren kann. Also sehr, sehr, sehr schön. Gut, ich würde aber sagen, wir gehen zurück zu unserem Häuschen und ich habe natürlich nicht nur einen Autowunsch vor heute zu erfüllen, sondern wir werden auch eine Meisterschaft angehen. Da gehen wir ganz kurz mal raus nochmal hier von unserem Seehäuschen. Ich habe mal heute beim Seehäuschen angefangen. Es gibt nämlich eine Meisterschaft hier im Sommer, Straßenfeger nennen sich die, da soll man eben diese super Limousinen fahren, Leistungsindex 800, ja, also so viel Tune können wir gar nicht, ist eine Straßenszene-Veranstaltung und ja, die möchte ich auf jeden Fall angehen und es gibt ein tolles Fahrzeug da auch zu gewinnen, also wenn ihr die Folge jetzt seht, ganz, ganz, ganz schnell beeilen, denn die Sommersaison endet ja heute schon wieder, nichtsdestotrotz werdet ihr in den kommenden Tagen noch ein paar mehr Folgen aus dieser Sommersaison bekommen. Also da nicht wundern, warum jetzt dann morgen keine Herbstfolge oder so kommt, sondern dass da weiterhin erstmal Sommerfolgen kommen. Ja, jetzt muss ich aber wieder zurück zum Häuschen. Das war jetzt nicht so geschickt. Ja, zum Autowunsch von euch. Ihr habt euch natürlich gewünscht, Performance hauptsächlich. Ein paar haben auch wieder Maximalaufbau gewünscht. Ich denke mal, wenn die Zeit reicht, werde ich am Ende auch nochmal einen Maximalaufbau machen. Allerdings einen anderen als beim letzten Mal. Normalerweise sollten die Tunings, die wir das letzte Mal gemacht haben, eigentlich auch alle noch da sein. Genau, da haben wir TÜV Performance, wir haben TÜV Maximal und dann haben wir nochmal TÜV Performance 2. Das war nochmal so eine leicht abgeänderte Variante davon. Ihr seht, Leistungsindex sind wir aber hier bei 844. Wir sollen jetzt bei 800 sein. Das heißt, wir machen jetzt einen Performance-Aufbau, der noch mal etwas dezenter ist. Also wir versuchen jetzt wirklich mal die Serie etwas zu verbessern. Wir gehen trotzdem mal ganz kurz durch. Also wir könnten den V10-Motor aus dem R8 einbauen. Wir könnten auf Heckantrieb gehen. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, gerade weil der Allrad oder beziehungsweise der Quattro hier sehr gut funktioniert. Wir könnten eben dieses verrückte Bodykit dran machen. Machen wir auch nicht. Das haben wir alles in Folge 16, wie gesagt, schon gemacht. Wir könnten die Forza-Splitter-Geschichte anbringen und ja, einen großen Heckflügel oder so einen kleineren Flügel. Den habe ich ja gemacht, weil er so schön dezent war. Fanden viele nicht so geil, deswegen verzichte ich dieses Mal drauf. Den großen Flügel lassen wir aber auch diesmal weg. Wir machen mal vielleicht, gucken wir mal, was wir machen können. Wir können dezent Sportreifen anbringen. Ja, Rennreifen ist schon zu viel, aber Sportreifen würde ich sagen, das passt ja zum Fahrzeug. Reifenbreite lasse ich erstmal oder fasse ich erstmal nicht an. Getriebe hat mir eigentlich. Ja, Getriebe, wie gesagt, zum Einstellen könnten wir es mal machen, würde ich jetzt einmal mal sagen. Ändert ja auch groß nichts jetzt am Leistungsindex. Genau, zum Einstellen machen wir es mal. Dann machen wir das. Ja, wir haben natürlich alle schon im Besitz, weil wir das Fahrzeug schon mal aufgebaut haben. Deswegen kostet uns jetzt der ganze Spaß eigentlich nichts. Wir machen auf jeden Fall etwas. Das ist auch krass. Der hat ein Serienfahrwerk. Aber wie schon gerade eben angesprochen auf dem Kurs, ich fand den eigentlich für eine Limousine relativ gut eingestellt. Klar, für eine Rennstrecke oder so war er nicht mehr straff genug, deswegen ändere ich das jetzt ab. Aber dass er tatsächlich sogar noch einen Sport auch noch mit reinbringen kann, krasser Scheiß. Ja, dann machen wir Rennen. Also geht es noch mal krasser auf jeden Fall. Da dürften wir ja jetzt ein richtiges Monster rauskitzeln können. Ja, Gewicht ist natürlich ein Thema. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, wir können eigentlich Gewicht machen und an der Leistung eigentlich groß gar nichts verändern. Weil ich glaube, Gewicht ist eher entscheidend bei dem Fahrzeug als alles andere. Deswegen machen wir mal Gewicht und Leistung lassen wir mal. Wir haben ja schon 50 Newtonmeter mehr, als eigentlich die Serie hat. Deswegen passt es ja schon. Ja, ich meine, da kriegen wir jetzt eh nichts eingebaut, was jetzt nur ein, ja, da hier sowieso nicht, was ein LI macht. Also Ventile sind ja nicht die, die die geringsten Sprünge haben. Beziehungsweise halt die Kühlung, aber die Kühlung machen wir nicht, weil die macht ja wieder Gewicht dazu. Deswegen, ich glaube, da ist der Nutzenfaktor nicht so hoch. Deswegen machen wir vielleicht eher nochmal die Schwungscheibe rein und vielleicht können wir ja nochmal die Antriebswelle vielleicht, ja hier, das können wir noch, gut, wir hätten jetzt auch mit den Reifen noch spielen können, vielleicht, dass man vorne eins mehr Reifen macht, warte mal, pass auf, das probieren wir mal, hinten auch mal eins mehr und dann machen wir das nochmal raus, haben wir ein bisschen Spielerei, ja, muss ja sein, wir müssen immer sich die Zeit hier gönnen dafür. Genau, da kommen wir nämlich auch auf 800. Sind wir zwar ein bisschen schwerer, aber ein bisschen breitere Reifen, ein bisschen mehr Querschnittsfläche schadet ja auch nicht, um besser um die Kurven zu kommen. Ja, installieren wir also ein dezentes Tuning, was aber, glaube ich, schon große Auswirkungen haben wird, tatsächlich, auf das Fahrverhalten. Und ja, designtechnisch gucken wir gerade mal, ob es da nicht was Cooles gibt. Weil es gab ja mal für den R7
so ein Konzeptdesign. Vielleicht hat das ja jemand erstellt. Das wäre sehr geil. Weil letztes Mal sind wir ja in einem geilen Grau gefahren, was ich da zusammengemischt habe. Das Design habe ich damals auch noch freigegeben. Und ja, guck mal, da ist es doch. Das R7 Konzeptdesign. Sehr geil, das nehme ich. Das sieht nämlich, finde ich, mega geil aus. Dann begleitet uns doch mal hier ein Design, was so ein bisschen ausdrückt, ey, ich hab's schon drauf. Ja, das sieht doch geil aus. Nice, 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 nice. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, das Design, wie gesagt, was ich letztes Mal gemacht habe, sollte eigentlich auch noch. Also da habe ich ja so einen bestimmten Grauton angerührt. Der müsste, ja, das ist schon eine Weile her, wie gesagt, Folge 16, das dürfte schon eine Weile her sein. Oh, habe ich viele Designs. Bin ich schon vorbei? Ich glaube, ich bin schon vorbei. So schnell durchgeskippt. Wenn meine müden Zellen mich dann noch richtig erinnern. Schade, dass man nicht nach dem Auto sortieren kann oder sagen kann, nur für meinen. Ah, da ist es doch. Dark Gray oder Dark Ray. Ja, kann man jetzt nennen, wie man will. Habe ich es genannt. Auf jeden Fall auch mal auschecken, sah wirklich gut aus. Aber jetzt sind wir eben mit dem hier unterwegs. Und jetzt geht's aber mal ganz, ganz, ganz schnell hier zur Meisterschaft. Okay, da hinten müsste man das Nummernschild eigentlich wegmachen, weil das sonst blöd aussieht. Aber ist jetzt auch egal. Wir lassen es jetzt trotzdem drauf. Die Meisterschaft ist ja gleich hier um die Ecke. Und wir beginnen einfach mal die Meisterschaft. Passenderweise haben wir auch gerade Nacht. Weißt du, was noch besser als eine Saisonmeisterschaft im Sommer ist? Eigentlich nicht viel. Viel Spaß. Da hat sie ausnahmsweise recht, Kira. Im Sommer ist es doch einfach toller, solche Wagen zu fahren, weil einfach mehr Grip. Ja, und warum ich gesagt habe, es ist schon passenderweise Nacht, denn es ist ja eine Straßenszenenveranstaltung, dementsprechend fahren wir sowieso die ganze Zeit in der Nacht. Und da darf man ja auch gerne mal so ein, ja, Schwarz-Weiß-Design haben. So, ich habe jetzt im Feintuning noch nichts gemacht, weil ich gedacht habe, wir fahren jetzt erstmal. Mal gucken, wie wir hier zurechtkommen. Da können wir immer noch ein bisschen anpassen, aber ja, ich denke mal einfach schon, da wir eine dezente Veränderung zum Serienfahrzeug haben, was ich ja schon angemerkt habe. Und das Einzige, was mir wirklich so ein bisschen negativ aufgefallen ist, ja, wäre es vielleicht beim Getriebe nochmal, da können wir jetzt gleich nochmal reingucken, weil mir das jetzt in dem Rennen jetzt noch nicht so sauer aufgestoßen ist. Aber was halt ein bisschen ist, wie gesagt, Fahrwerk ein bisschen straffer, Fahrzeug ein bisschen leichter, das macht schon einfach schon viel aus. Wir haben eine bessere Reifenmischung jetzt, die dezent einfach nochmal besser ist als die der Serie. Also das ist schon geil und ich glaube, das macht schon viel aus. Das heißt, man muss eigentlich am Feintuning gar nicht so viel schrauben. Und das ist ja auch das, was ich ja in meinem Tuning-Guide, welchen ich ja veröffentlicht habe, der übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt ist, gerade im ersten Part mehr als ausdrücklich und sehr oft wiederholend gesagt habe, wenn man die richtigen Teile wählt, die man einbaut, wenn man da richtig sich schon Gedanken macht und da richtig aufbaut, dann ist schon das hauptsächliche Tuning getan. Feintuning ist wirklich, wie der Name schon sagt, dann macht man nochmal Nuancen. Aus dem Feintuning wirst du kein extrem anderes Fahrzeug rauskitzeln können. Also im übertragenen Sinne nicht. Ja? Also du kannst nicht ein Fahrzeug, was nur 100 PS hat, mit Feintuning gefühlt dann so einstellen, dass er dann irgendwie 300 PS hat. Das wird nicht funktionieren. Ja? Man kann es einfach nur nochmal anpassen. Und deswegen ist gerade in Forza schon sehr, sehr entscheidend, was für Teile wähle ich. Und daher macht es schon einfach Sinn zu gucken, was kann die Serie gut, wo sind kleine Fehler, wo sind große Fehler, beziehungsweise Problemzonen, an denen anpacken. Das habe ich jetzt gemacht im Rahmen dieser Leistungsindex A800. Ich denke, wir haben in Folge 16 damals das auch schon ganz gut gemacht, als wir auf Leistungsindex 844 aufgebaut haben. Also ja, aufbauen ohne irgendwelche Limits sozusagen, unabhängig von dem Leistungsindex. Aber jetzt eben haben wir uns auf den eingeschossen und ich glaube, im Rahmen dessen haben wir das schon ganz gut gemacht. Wir können jetzt nochmal ein paar kleine Sachen ändern, was mir aufgefallen ist am Fahrzeug. Und zwar war er auf der Hinterachse ein bisschen,
ja, ein bisschen, ist er ein bisschen leicht geworden. Nennen wir es einfach mal so. Da werden wir jetzt auch mal ein bisschen was machen. Also wir werden ein bisschen den Reifendruck reduzieren, dass die Reifen sich ein bisschen anschmiegen an den Asphalt, Getriebe. Und ja, guck mal, hier sieht man es sogar. Wunderbar. Also das, was ich gespürt habe, ich meine, gut, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, das zu spüren, ist tatsächlich der Gangwechsel 3 auf 4. Der vierte Gang ist viel zu kurz übersetzt. Also das ist, geht einfach gar nicht. Finde ich überhaupt nicht gut bei dem Fahrzeug. Deswegen machen wir den mal ein bisschen länger. Ja gut, siebter, achter Gang, das sind eh Spritspargänge, die braucht kein Mensch. So, ja, wir machen hinten mal ein bisschen Stabilität rein. Ja, also er ist hinten ein bisschen so weggerutscht. Da ein bisschen Stabilität rein, das dürfte tatsächlich schon helfen. Wir können wahrscheinlich auch ein bisschen Sturz hinten rausnehmen, so viel braucht er nicht. Stabis sind relativ hart, aber finde ich okay. Also ist jetzt nichts, wo ich meckern würde. Einlenkverhalten passt eigentlich auch alles. Also da gibt es jetzt eigentlich nichts. Wir können jetzt höchstens hinten, ja, ein bisschen vielleicht die Federn reduzieren und hier auch ein bisschen, aber eigentlich nicht viel. Das passt schon alles wunderbar. Wir können vielleicht beim Diff vorne ein bisschen weniger sperren, dass er nicht so rauszieht vorne raus. Das können wir eigentlich auch lassen und vielleicht einen Ticken mehr auf die Hinterachse geben. Aber ansonsten passt es eigentlich. Ja, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Rennen. Also es ist schon direkt hier, ja, perfekt. Dann gehen wir das Ganze doch einfach an. Ja, zu gewinnen, ihr habt schon gesehen, kann man den TVR Tuscan. Den werden wir uns natürlich auch dann in einer der kommenden Folgen mal anschauen. Nicht mehr in dieser Sommersaison. Ich habe zwar, ja, wie gesagt, angekündigt, dass ihr die nächsten Tage noch ein paar weitere Folgen in der Sommersaison bekommen werdet. Also zumindest mal zwei Stück sind geplant. Aber den Tuscan werden wir dann höchstwahrscheinlich in der Herbstsaison mal ausfahren. Da ja jetzt gerade keine Autopass-Fahrzeuge reinkommen, dann bedienen wir uns halt mit den Fahrzeugen, die gratis sonst nachgeliefert werden. Da hast du mir fast schon gedacht, dass der BMW da vorne gegen den Passant scheppert. Der M4, der ist einfach viel zu laut hier im Spiel. Da hört man das eigene Fahrzeug schon nicht mehr. So, das schaut doch alles erstmal ganz gut aus. Sorry. Ja, natürlich fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere, das ist eh so ein Thema Getriebe. Da meinen ja manche sowieso die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Da möchte ich aber einfach auch nochmal klarstellen. Also Getriebe, das ist auch sehr, sehr viel nach eigenem Empfinden einstellen. Manche haben gern ein kurzes, knackiges Getriebe, wo sie wie so ein Formel-1-Wagen tam, 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 tam machen. Manche haben es aber gerne ein bisschen länger eingestellt, dass man einfach länger im Gang verweilen kann. Ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht. Und ich spreche da wirklich von Erfahrung. Und dementsprechend kann man dann auch sagen, was euch auch schneller macht oder was mich auch schneller macht, ist, wenn du ein Fahrzeug hast, was echt Power hat, was echt Bums unter der Hütte hat, so wie eben der R7 das einfach hat, macht es keinen Sinn, ein Getriebe zu haben, was ständig ja, im Wechsel ist. Wenn du ständig am Schalten bist, macht es das Fahrzeug so unruhig. Ich kann euch garantieren, wäre das hier kein Quattro, sondern ein Heckantrieb, hättet ihr massive Probleme, das Fahrzeug wirklich stabil auf der Strecke zu halten, weil ihr ständig am Gang kurbeln seid, am Wechseln seid, und wenn ihr ein Fahrzeug ständig den Gang wechseln müsst, wird es extrem unruhig. Das ist echt nicht schön. Also lieber ein Ticken die Gänge länger haben, das ist okay. Es ist auch keine Schande, muss ich euch wirklich gestehen, wenn ihr ein Fahrzeug auf eine Rennstrecke einstellt und ihr sagt, hey, der maximale Gang, den ich befahren möchte, ist der fünfte. Oder ich nutze den sechsten Gang wirklich nur ab den absolut längsten Geraden. Ja, also wenn wirklich da mal eine Strecke ist, wo ein bisschen mehr Topspeed irgendwo gefragt wird, dann kann man ruhig sagen, okay, den sechsten Gang, den nutzen wir voll aus, das ist okay. Aber wenn ihr sagt, sonst, hey, das Getriebe stelle ich auf fünf Gänge ein, dann ist das Fahrzeug deswegen nicht schlecht. Wenn da die Power da ist, ist es okay. Wenn ein Fahrzeug natürlich nicht so viel Power hat, dann macht es schon irgendwo Sinn zu sagen, okay, wir müssen halt echt ein bisschen durch, ja, quasi das komplett ausnutzen und das Getriebe ein bisschen kürzer machen. Aber wenn ihr so viel Power habt und die Leistung in dieser Phase von dem einen Gang zum nächsten Gang, also vom einen Wechsel zum nächsten Wechsel, die Power gar nicht so richtig auf den Asphalt kommt, dann, ja, dann bringt das nichts. Ja, deswegen, das ist
immer so ein bisschen ihr Glaube. Öfters mal lese ich einfach auch Kommentare, wo dann steht, du hast das Getriebe gar nicht richtig eingestellt, du hast 8 Gänge, da musst du die 8 Gänge auch bis Topspeed richtig einstellen. Ja, absoluter Schwachsinn, ja. Also gerade Fahrzeuge mit 7 und 8 Gängen, da kann man davon ausgehen, der 8. Gang ist sowieso nur zum Sprit, also bei den Herstellern zum Spritsparen da. Das heißt nicht, dass du im Spiel sagen musst, okay, da muss ich bei VMAX auch den letzten Gang voll ausdrehen. Absoluter Schwachsinn, ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Des Weiteren, auch ganz, ganz wichtig, was auch viele immer wieder vergessen, geht mal in die Telemetrie. Ihr habt hier die Möglichkeit, live zu gucken, wie das Drehmoment sich verhält. Und gerade bei Fahrzeugen mit Turbo-Aufladung oder Kompressor, ja, insbesondere Turbo, was wir hier haben, kann es oft passieren, dass die Leistung hinten raus ein bisschen abfällt. Deswegen macht es oft auch tatsächlich Sinn, den letzten Gang, den man für sich selbst gewählt hat, nicht den 8. Gang jetzt in dem Fall oder den 7. Gang bei anderen Fahrzeugen, sondern den Gang, den man für sich selber als letzten Gang gewählt hat. Macht es oftmals Sinn, den nicht komplett auszudrehen. Denn wenn ihr zum Beispiel auf der Autobahn VMAX fahren wollt und ihr seid dann kurz vor Drehzahl, also hier jetzt in dem Fall bei 7.1 oder sowas, also 7.100 Umdrehungen, garantiere ich euch, dass wenn ihr ständig da hinten rumhängt, dass ihr nicht so viel Leistung generiert, wie wenn ihr wahrscheinlich bei 6.000 seid. Also wenn der letzte Gang hier so enden würde, ich mache jetzt extra nicht mehr Gas, also bei 6.000, garantiere ich euch, ihr erreicht eine höhere Topspeed, wie wenn euer letzter Gang, den ihr da habt, bis tatsächlich 7.100 oder bis Drehzahlbegrenzer dreht. Ja? Also das ist auch so ein Irrglaube, was manche haben. Man muss den Gang immer voll ausdrehen für VMAX. Ja? Also bei jetzt hier macht es schon Sinn, weil da muss man auch immer berechnen, wenn ich schalte, wo springt der Gang denn zurück, in welchen Drehzahlbereich, in welchen Leistungsbereich. Deswegen macht es dann schon Sinn, bei diesen Modellen hier auch so... Wow, da bleibe ich hier im Ding stecken, das war natürlich nicht so geil. Deswegen einfach die Sache. Probiert es einfach selber aus, sammelt eure eigenen Erfahrungen. Und scheißt auf eure Klugscheißerei, beziehungsweise euer Halbwissen. Ich mache hier die Getriebe schon eigentlich richtig. Natürlich können mir auch Fehler passieren, das ist ganz klar. Und in Kürze der Würze der Folgen werde ich auch die Getriebe nicht perfekt einstellen. Aber wenn ich sage zum Beispiel, der dritte oder der Wechsel vom 3. auf 4. Gang ist einfach zu kurz, dann hat das schon einen Grund, warum ich das so sage und warum das einfach keinen Sinn gemacht hat. Gerade bei Fahrzeugen, die Power haben, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn das Getriebe oder die einzelnen Gänge ein bisschen länger drin liegen. Man kann einfach die Fahrzeuge auch viel besser positionieren. Man hat einfach viel mehr Spaß beim Fahren. Und es kann euch auch jeder Rennfahrer bestätigen, ja? Also das ist auch nochmal nicht nur, dass ich jetzt als Oller kleiner YouTuber das sage, sondern das kann euch auch jeder Rennfahrer bestätigen. Das macht überhaupt nichts aus, auch mal ein bisschen aus dem etwas niedrigeren Drehzahlbereich zu kommen. Ihr habt eher Zeitverlust, wenn ihr ständig am Kurbeln seid und ständig den Gang irgendwie ändern müsst. Das ist auch nicht gut. Um das Thema auch mal aufgegriffen zu haben, weil das auch immer wieder Thema ist in den Kommentaren, wollte ich es auch nochmal aufgegriffen haben. Am Schlussendlich ist es tatsächlich, wie ich eingangs erwähnt habe, auch so ein bisschen eine persönliche Präferenz, wie man es denn gerne hat. Manche mögen es halt gerne, dass man viel, viel Gänge schalten kann. Manche halt eher weniger. Ich erinnere mich noch damals an die Forza Motorsport 4 Zeiten, als ich damals in der Broker-Liga unterwegs war. Da hatten wir einen mit dabei, der hat seine Getriebe grundsätzlich nur 4 Gänge eingestellt. Das habe ich nie verstanden, tatsächlich. Also das war mir auch viel zu lang übersetzt. Also 4 Gänge, aber er war trotzdem schnell. Er war einer der schnellsten in der Runde. Ich bin tatsächlich meistens immer so den Weg gefahren. Ich habe meistens geguckt, dass ich so für die hauptsächlichen Abschnitte einer Rennstrecke immer auf 5 Gänge gegangen bin und halt wirklich für so diese ganz, ganz langen oder schnellen Abschnitte dann halt einen 6. Gang genutzt habe. Natürlich, hier jetzt in Horizon haben wir halt den Fall, dass wir hier auf den Landstraßen unterwegs sind, nicht nur auf Rennstrecken. Deswegen macht es dann hier auch Sinn natürlich, wenn man einen 7. Gang hat, den 7. Gang gerade für so Autobahnausfahrten auch wirklich mitzunehmen. Das ist klar. Es kann jetzt auch gut sein, dass das Getriebe, was wir jetzt hier haben, auch gar nicht passend ist. Das können wir jetzt einfach, wir können das ja, weil das jetzt gerade Thema ist. Wir sind jetzt durch mit der Meisterschaft. Warum können wir das nicht gerade ganz kurz mal anschneiden? Pass mal auf, wir fahren jetzt mal die Autobahn. Wobei ist es, glaube ich, sinnvoller, die Autobahn von der anderen Seite zu fahren. Da kriegen wir eher einen Topspeed drauf. Fahren wir es mal von der Seite an. Genau, da können wir jetzt hier einfach mal gucken, wie denn das Ganze sich so verhält vom Getriebe her. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, weil wir sind ja quasi vom Seriengetriebe ausgegangen. Ich habe jetzt nur die Übersetzung des 4. Ganges und des 5. Ganges geändert.
dass der Durchzug ein bisschen besser ist. Jetzt können wir auch mal die kurze Telemetrie dazu nehmen. Da sehen wir, wie das Drehmoment schwindet. Die Leistung geht auch runter. Ja, gucken wir mal. Also bei 7, da geht es schon gut nach unten. Das heißt, wir sollten so bei, ja, wie ich es gesagt habe, so 6000 Umdrehungen, da haben wir die besten Leistung. Weil Leistung treibt uns am Ende am meisten noch irgendwie voran. Und jetzt gucken wir, jetzt sind wir im 6. Gang. Jetzt gehen wir noch in den 7. Gang. Und guck mal, wie der passt eigentlich richtig gut. Also klar, der zieht es noch ein bisschen weiter, aber jetzt sind wir so ungefähr bei 6000. Das heißt, er treibt uns richtig gut noch voran. 3,30 war, glaube ich, Topspeed. Also man könnte sogar jetzt überlegen tatsächlich, dass man den 7. Gang vielleicht sogar ein bisschen noch mal länger übersetzt. Weil er dann eher noch, weil jetzt guck, jetzt sind wir bei 403 kW. Während wir, wenn wir bei 6000 Umdrehungen sind, ich gehe nochmal in den 6. Gang. 6000 Umdrehungen dürfen wir bei 412, 411 kW sein. Und das bringt uns tatsächlich auch nochmal ein bisschen mehr voran. Ja? Die Gefahr ist, oder der Hinweis ist auch nochmal hier ausdrücklich, das bitte auch nur beachten bei Topspeed. Wenn ihr nämlich jetzt bei den anderen Gängen vorher, also bei der Beschleunigungsphase das so macht, dann werdet ihr verlieren, weil im Prinzip treibt euch ja, also wenn ich jetzt hier bei 6000 Drehung bin, habe ich ja die meiste Leistung anliegen oder halt viel Leistung anliegen, dann treibt mich das ja nach vorne, dann pusht mich das ja nach vorne, ab dem Bereich, wo es dann wirklich auf die Topspeed ankommt. Da ist es ja so, dass uns das ja nicht mehr so krass nach vorne pusht, da geht es ja eher darum, Geschwindigkeit zu halten und dementsprechend diesen Trick, sage ich jetzt einfach mal, nur für VMAX anwenden. Deswegen ist es schon manchmal sinnvoll, ja, weil falls sich manche fragen, dein Getriebe, das fährst du gar nicht komplett aus am Ende. Ja, das macht oftmals sehr, sehr, sehr viel Sinn. Ja, einfach das einfach auch als Beispiel. Genau, gut. Aber jetzt machen wir nochmal ganz, ganz kurz am Ende einen Maximalaufbau, weil sich das manche gewünscht haben. Da müssen wir ja auch nicht viel machen. Das Tuning, was ich jetzt hier gemacht habe, gebe ich natürlich frei. Der Forzaton live beginnt gleich. Viel Glück. Ja, der Forzaton ist mir aber eigentlich relativ egal. Ich glaube, der ist gerade am Festival, deswegen hat sie das jetzt gesagt. Ups, hier will ich gar nicht rein. Ich will erstmal das Tuning schnell speichern. So, da machen wir jetzt einfach mal TWIF A800. Düp. Gutes Handling. So, machen wir einfach mal. Und dann machen wir ganz, ganz schnell am Ende nochmal Maximalaufbau. Upgrades, wie gesagt, mit Bodykit haben wir das ja schon mal gemacht. Und wir machen jetzt aber den Maximalaufbau nicht mit dem Serienmotor, sondern mal mit dem V10. Und wir machen natürlich noch ein Turbo dazu. Also wirklich jetzt volle Kamelle. Machen jetzt die Reifen natürlich auch schön breit. Machen wir mit Beschriftung. Ich würde sagen, das passt optisch ganz gut zu dem Design. Hier machen wir das auch alles mal dazu. Getriebe haben wir ja drin. Das haben wir ja schon. Das haben wir auch. Können wir vielleicht nochmal Verstrebung reinmachen. Gewicht nochmal reduzieren. Und jetzt natürlich Leistung rauskitzeln. So, 931er Index. Gucken wir gerade nochmal, was der Maximalaufbau beim letzten Mal hatte. Das würde mich jetzt echt gerade nochmal interessieren. Also mit dem Serienmotor, was hatten wir da? 914. Also es ist nochmal deutlich mehr. Wir haben mehr Drehmoment, mehr Leistung, deutlich mehr Leistung. Gewicht sind wir auch ein bisschen leichter. Guck mal einer an. 5,7 Liter haben wir jetzt. Da dürfte jetzt gut nach vorne gehen. Und klingt natürlich auch geil mit dem V10. Der Forzaton Live beginnt demnächst. Ja, wir sind natürlich ein bisschen zu viel Leistung für das, was das Fahrzeug jetzt um die Kurven bekommt. Da fehlt jetzt ein bisschen der aerodynamische Anpressdruck. Ja, marschiert aber auf jeden Fall ordentlich nach vorne, das Ding. Wollen wir vielleicht gerade nochmal auf die Autobahn gehen. Da nochmal kurz durchziehen. Uiuiuiui.
Uiuiui, ja, da sind wir. Da sind wir, nicht mehr für Rundstrecke geeignet. Das ist jetzt wirklich ein Autobahnbomber. Mit sehr, sehr straffem Fahrwerk, muss man dazu sagen. Also da könnte man jetzt tatsächlich sogar überlegen, pass mal auf, das mache ich, upsala, das machen wir jetzt gerade mal ganz kurz, sogar das Fahrzeug tatsächlich ein bisschen weicher zu machen. So. Dürfte dann nämlich dann tatsächlich schon helfen. So, fahren wir aber hier mal drüber, eiskalt. Ja, zum Maximalaufbau haben sich nicht so viele gewünscht, deswegen jetzt auch nur der kurze Schwenk hier in der Folge am Ende, dass man es aber einfach auch mal gesehen hat. Ja, aber so ein R7 mit V10 hat schon was, oder? Mit Turbo noch dazu. Downsizing, nee, ist nicht, ne? So nach dem Motto. Ja, auch hier passt es mit dem siebten Gang. Also ein bisschen länger könnte man ihn sogar übersetzen. Aber das passt schon. Da, wo er sich bewegt, so kurz vom roten Bereich. Uah. Auch hier wird man nämlich jetzt durch den Turbombau diese abfallende Leistung haben am Ende. Nicht ganz so, weil es ein Hochdrehzahlmotor ist. Also ihr seht, bei 8000 Umdrehungen hält er die Leistung ganz gut. Das wäre einfach das Thema Getriebe auch nochmal angesprochen haben. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein. Ja, aber zieht auf jeden Fall ordentlich durch. Und für die Leistung, sage ich jetzt mal, ist das Fahrverhalten noch okay. Ja. Gut, ich bin trotzdem jetzt aber raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. An all diejenigen, die sich erneut den Audi RS7 gewünscht haben. Ihr seid zufriedengestellt worden. Wir haben jetzt auch eine Zeit auf unserer Teststrecke mit dem Fahrzeug. Das ist doch auch eine schöne Sache. Und damit bin ich jetzt raus. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, ob nochmal eine Folge heute kommt von mir. Also Horizon auf keinen Fall. Aber vielleicht Dirt Rally 2.0 oder so. Ja, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall die kommenden Tage nochmal ein bisschen Sommerseason. Also für euch ist sie vorbei. Aber auf dem Kanal noch nicht. Also wir können noch mal ein bisschen die Sommertage genießen gemeinsam. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.